Hey, schön, dass du dich verklickt hast. Wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, wie in Star Trek einen Universalübersetzer zu haben, sodass man sich mit jeder Person ganz normal unterhalten kann, egal welche Sprache diese andere Person spricht? Ich glaube, wir sind gar nicht mehr so weit davon entfernt. Das Produkt, das mich diesem Erlebnis bisher am nächsten gebracht hat, sind die WT2 Edge von Time Kettle. Hier gibt es insgesamt 4 Modi und gerade der Symbol-Modus ist schon sehr nah an diesem Universalübersetzer dran. Vom Erscheinungsbild her sind sie absolut mit normalen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörern vergleichbar. Das Case passt bequem in eine Hand und die Earbuds haben abgesehen von einem kleinen LED-Licht kein auffälliges Design. Es sind aber keine Earbuds zum Musikhören, sondern ausschließlich für die Übersetzungsfunktion. Ich finde den Hörmodus eine sehr praktische Funktion. Wenn man nur einer Person zuhören will, wie bei einer Präsentation, ist das besonders praktisch. Man trägt einfach beide Earbuds und positioniert das Smartphone so, dass es den Redner gut aufnehmen kann. Dann hört man auf seinen Earbuds die Übersetzung und kann auf dem Display auch noch die Übersetzung nachlesen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass eine aufgezeichnete Präsentation hier eine gute Idee ist oder ein Livestream, wo man mal Pause drücken kann. Denn je nachdem, wie schnell der Redner spricht, muss man der Übersetzung auch mal die Möglichkeit geben, wieder aufzuholen. Und die Übersetzung mag nicht immer perfekt sein, aber auf jeden Fall so, dass man einer Rede oder Präsentation gut folgen kann. Der Lautsprechermodus ist dabei eine interaktive Version des Hörmodus. Hier trägt man auch selber seine Earbuds und verwendet das Smartphone als Übersetzer für den Gesprächspartner. Das ist zum Beispiel auf Reisen praktisch, wenn man sich mit jemandem unterhalten will, dem man nicht gleich sein Earbud geben möchte. Das wird nämlich beim nächsten Modus gleich sehr praktisch. Oh, that sounds really great. Shall we go somewhere then? Aber so kann man im Lautsprechermodus eine Frage stellen, der Gesprächspartner antwortet in seiner Sprache und man selbst hört das Ganze auf den Earbuds. Das stelle ich mir für Situationen im Hotel, beim Einkaufen im Ausland oder wenn man dort mit einem Taxi unterwegs ist, sehr praktisch vor. Das Positive ist hierbei auf jeden Fall, dass man die Übersetzung direkt auf die Ohren bekommt und diese damit noch einmal besser versteht. Und auch hier kann man die Übersetzung auf dem Smartphone mitlesen. Ich finde hier auch die zwei Ansichten sehr praktisch. Zum einen sieht man die ganze Unterhaltung wie in einem Chat oder alternativ in einer Splitscreen-Variante und dann gibt es eine Hälfte für euch und die andere für den Gesprächspartner, die ist dann gedreht, sodass ihr beide problemlos mitlesen könnt. Jetzt kommen wir aber mal zum Highlight der WT2 Edge. Der Symbol-Modus ermöglicht es euch, ohne Drücken irgendwelcher Tasten eine Unterhaltung zu führen. Diesen Modus verwendet man wohl am ehesten mit Freunden und guten Bekannten. Das ist aber auch für Familien mit mehrsprachigem Hintergrund sehr praktisch, da man sich so einmal ausgiebiger unterhalten kann. Dafür trägt hier nämlich jeder einen der Earbuds. Das ist deutlich angenehmer, als die ganze Zeit auf den Bildschirm schauen zu müssen und immer das Mikrofon für den passenden Sprecher zu aktivieren. So funktioniert das nämlich im Google-Übersetzer. Und auch wenn das mal im Notfall ganz nett ist, schlagen die WT2 Edge diese Erfahrung um Längen. We could have some grilled chicken or some fish. Ich glaube, wir haben gar keinen Fisch da, oder? Oh, that's true. In der App stellt man nämlich nur einmal ein, welcher Earbud welcher Sprache zugeordnet wird und falls man mitlesen will, kann man auch wieder aus den beiden Ansichten wählen. Jetzt kann man seine Unterhaltung führen. Natürlich sollte man deutlich sprechen, aber das hier kommt einer natürlichen Unterhaltung am nächsten. Da kann der Google-Übersetzer nicht mithalten. Die Verzögerung der Übersetzung liegt zwischen 0,3 und 3 Sekunden. Euer Gesprächspartner muss also kurz warten, bevor er oder sie die Übersetzung bekommt. Aber wenn man das mit anderen Anwendungen oder sogar menschlichen Dolmetschern vergleicht, ist das hier extrem reibungslos. Nicht jede Übersetzung ist perfekt, aber die Unterhaltungen fühlen sich erstaunlich natürlich an. Der Touch-Modus ist wie der Symbol-Modus, allerdings aktiviert man sein Earbud mit einem Tap und spricht dann. Es ist also eine etwas kontrolliertere Situation. Gerade wenn die Umgebungsgeräusche lauter sind, ist das praktisch. So kann man sich auf seine Unterhaltung konzentrieren und bekommt nur das übersetzt, was man auch wirklich übersetzt haben möchte. Eine Geräuschunterdrückung gibt es hier auch, damit die Unterhaltungen noch klarer sind. Im normalen Modus funktionieren die Übersetzungen über das Internet. Ihr könnt aber auch Offline-Pakete herunterladen. Insgesamt stehen hier 40 Sprachen und 93 Akzente zur Verfügung und für 8 Sprachen gibt es diese Offline-Pakete. Es gibt jetzt noch 2 brandneue Funktionen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Der KI-Instruktor ermöglicht es euch, mit der Time Kettle KI zu chatten, um eine Fremdsprache zu lernen und zu üben.
Außerdem gibt es immer wieder neue KI-Funktionen im AI-Lab, so auch das individuelle Glossar. Hier könnt ihr eigene Übersetzungen anlegen, damit auch Eigennamen und spezielle Begriffe immer richtig übersetzt werden. TimeKettle verbessert und erweitert diese Funktion ständig, sodass sich eure Übersetzungskopfhörer mit der Zeit immer weiter verbessern. Die Akkulaufzeit der Earbuds beträgt 3 Stunden, was für die meisten Unterhaltungen oder Ausflüge reichen dürfte. Und mit dem Case sind es dann 12 Stunden. Ihr könnt die Earbuds also zwischendurch problemlos mal aufladen. Die WT2 Edge von TimeKettle werden auf jeden Fall ein fester Reisebegleiter für mich sein. So wird es nochmal deutlich einfacher, sich auf Reisen zu verständigen. Denn nicht alle sprechen Deutsch oder Englisch. Wenn ihr also ein Update zu meinen Erfahrungen unterwegs haben wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und schreibt mal, wie ihr euch im Ausland verständigt. Auf dem Weg zu den Kommentaren lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr euch in Zukunft häufiger verklickt. Vielen Dank für dieses Verklicken und bis zum nächsten Mal.